Ja, das sind sie, die großen drei. Der Mercedes EQS, der Taycan und der Tesla oder das Tesla Model S. Ich habe sie alle hier. Ich mache mit euch einen Supertest. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ofe, ich bin Kfz-Sachverständiger, habe mich seit 2016 auf Elektromobilität spezialisiert und habe das Glück, die mal alle hier zu haben und für euch zu testen. Wir testen, wie fahren die sich, was kosten die, wie fahren die Assistenzsysteme. Wir fahren auf einer 25-Kilometer-Runde, gucken uns den Verbrauch an und so weiter und so fort. Ich gehe auf die Details an, das wisst ihr, so kennt ihr meinen Kanal. Apropos meinen Kanal, ich würde mich freuen, wenn ihr den abonniert, weil davon leben wir, von dem Beifall von euch. Das ist sozusagen das Abo. Macht den Daumen hoch, auf geht's. Einsatz ist man zu Anfang erstmal komplett überwältigt. Die Verarbeitung ist wirklich gut, Mercedes-typisch. Ich fahre jetzt einfach mal eine Runde mit euch über die Landstraße und dann fahre ich mit euch ein bisschen Autobahn und ihr seid natürlich dabei. Ich fahre seit 2016 Tesla, seit 2021 Porsche Taycan und heute Mercedes EQS. Das erste, was mir hier einfällt oder was mir auffällt, ist, dass man sich sehr entkoppelt fühlt. Das Auto fährt fast wie von alleine. Man fühlt sich als Passagier. Es ist extrem leise. Das hört ihr, wir fahren gerade 50. Und die Lenkung, man ist so ein bisschen entkoppelt. Man hat das Gefühl, die Lenkung ist so super leicht. Das Auto ist ja riesengroß. Wir haben hier eine Länge von 5,22 Meter, eine Breite von 1,92 Meter ohne Spiegel und eine Höhe von 1,51 Meter. Ja, die Anhängelast an so einem Auto kann 750 Kilo sein, gebremst oder ungebremst, und die Dachlast 100 Kilo. Es ist also ein Riesenauto. Das Leergewicht ist 2480 Kilo und zuladen kann man damit dann nur noch 475 Kilo. Also richtig viel ist es nicht. Aber wir gehen jetzt mal auf die Assistenzsysteme ein. Wir verlassen gleich den Ort. Der Verbrauch an diesem Auto fängt auch von oben an zu zählen. Das heißt, fängt an mit 100 Kilowattstunden pro 100 und zählt dann langsam runter, bis er sich dann einpendelt. Ich bin das Auto jetzt schon ein paar hundert Kilometer gefahren, um so ein bisschen Erfahrung hier zu bekommen mit diesem ganzen Bediensystem. Und mein Verbrauch war im Komfortmodus 22 Kilowattstunden. Wir haben gerade draußen 9,5 Grad. Es ist kalt und das Auto wird auch dafür sorgen, dass es dann der Batterie auch gut geht. Übrigens hier in dem Auto Pouchzellen. Nicht wie in einem Tesla Rundzellen. Und wir sind wieder aus dem Ort herausgefahren. Hier ist 70. Wir lassen ihn einfach mal machen. Ich bin ein großer Fan von autonomen Fahren. Nochmal vielen Dank auch an die Mercedes-Benz AG, dass ich dieses Auto für 2 Wochen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Man kriegt da kein Geld als YouTuber, sondern man kriegt das Auto. Und dann kann man was darüber drehen. Und in meinen Videos, das wisst ihr ja, drehe ich nur das, was auch der Wahrheit entspricht. Er macht diese Kurve hier sehr gut. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Nochmal zum kapazitiven Lenkrad. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Bei dem Lenkrad braucht man es nur berühren. Das reicht. Es ist also sensitiv. Lenkradheizung, Sitzbelüftung, Sitzheizung, Massage ist natürlich in diesem Auto bei dem Preis, man rechnet so um die 186.000 serienmäßig. Nein, nicht serienmäßig, extra. So, wir fahren aus dem Ort raus und haben jetzt schon eine Geschwindigkeit von 70. Hier ist 100 erlaubt. Ich gehe mal hoch auf 100. Ich blende euch nachher nochmal das Display ein, das Head-Up-Display. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Und wir werden dann mal die Assistenzsysteme aktivieren. Das habe ich jetzt gemacht bei 87. Ihr könnt sehen, wir haben eine Linie auf der Straße. Er erkennt allerdings auch hier rechts die Linie. Wir fahren mit einem guten Abstand vor dem, also hinter dem Fahrzeug vor uns hinterher. Jetzt sagt er schon, Lenkrad anfassen, das mache ich gerne.
hier zeigt er mir jetzt an, demnächst 50 km/h. Hier ist jetzt 70 km/h. Der vor mir bremst jetzt ab. Das Gute an diesem Auto ist, das Auto fährt nicht ab Verkehrsschild 50, sondern bremst kurz dahinter ab, so dass man nicht als Verkehrshindernis ist. Wir haben jetzt hier eine Kurve, die kann man sehen deutlich. Und jetzt meckert er schon, ich soll das Lenkrad anfassen. Wir fahren hier mit 51 auf der Bundesstraße lang. Hier machen wir jetzt eine Linkskurve und ihr seht, er fährt raus und fährt hier ins, ja, in die Rabatten. Also diese Kurve kann er nicht. Jetzt werden wir mal eingeben, dass wir nach Lübeck wollen. Hey Porsche, Entschuldigung, ich fahre ja Porsche. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Navigiere bitte zum City Park Lübeck. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Ja, das ist richtig. Das nehmen wir auch. Jetzt haben wir die Navigation mit eingeschaltet. Und auch hier, ihr könnt sehen, er hält die Spur nicht. Es ist soweit alles eingeschaltet. Ich mache es nochmal. So, jetzt hier ist 100. Er möchte 100 fahren. Das ist natürlich hier auch eine enge Landstraße. Das ist die B75. Diese Kurve hat er jetzt ganz toll genommen. Wir arbeiten jetzt mit dem Navi. Es kann natürlich sein, dass es jetzt besser läuft, wenn das Navi eingeschaltet ist. Jetzt fährt der Wagen vor mir etwas langsamer. Auch diese Kurve hier, wir haben zwei Linien, die er sieht. Wenn man das Lenkrad anfassen will, braucht man, wenn man in diesen Assistenzsystemen fährt, nur drei Finger. Das ist ganz lustig. Kann ich euch gleich mal zeigen. Denn es ist ein kapazitives Lenkrad. Das heißt, wir brauchen nicht diesen Druck wie bei anderen Assistenzsystemen, zum Beispiel Tesla oder Porsche, sondern es reicht anfassen. Er meldet jetzt, ich soll das Lenkrad anfassen. Ich nehme mal einen Finger, zwei Finger und er ist immer noch nicht zufrieden und den dritten. Also, das ist ganz lustig, mit drei Fingern ist er zufrieden. Also, kapazitives Lenkrad ohne Druck auszuüben, finde ich schon ziemlich cool. Man kann die Hand einfach hier so reinhängen. Und das Auto fährt von alleine, ohne Druck. Finde ich super. So, er zeigt mir jetzt auch an im Display, und zwar hier, dass wir gleich 50 fahren in 300 Metern. Das macht er gut. Hier sind jetzt Baken. Er weicht aus, damit er nicht in diese Verkehrsbaken hineinfährt. Demnächst 50. Ja, der vor mir ist auch ein guter Verkehrsteilnehmer, fährt auch 50. Und zack, sind wir am Ortsschild mit 55 reingefahren, kurz danach geht er auf 51. Ja, hier in diesem Ort, und da habt ihr es gesehen, es fehlen die Linien. Hier ist zwar in der Mitte eine schwarze Linie, aber die erkennt er nicht. Ich erkenne auch hier an diesem System, dass er gar keine Linie erkennt. Okay, es ist keine da, also kann er es auch nicht wissen. Und auf geht's. Dann wollen wir mal ein bisschen Autobahn fahren. Wir fahren hier mit 120. Auch hier schalte ich wieder den Autopilot, nenne ich mal, ein, denn das ist so das kürzeste Wort für diese ganzen Nutzung der Fahrassistenzsysteme. So, ist eingeschaltet, 120 darf ich hier, zack, jetzt wollte ich links überholen und er sieht das natürlich im Totwinkelassistenten, dass es hier nicht geht. Jetzt kommt einer von hinten, jetzt kann ich die Spur wechseln. Und da sind wir auch schon beim Thema, das Auto ist nur auf der Linie fahrbar, wenn alle Sachen sichtbar sind. Das heißt, er braucht seine zwei Linien, er braucht den Abstand zum Vordermann. Wenn ich jetzt Spur wechseln möchte, ich mache das mal, muss das Lenkrad dabei anfassen, blinke rechts und dann sollte er eigentlich, hier ist alles frei, die Spur wechseln, macht er nicht. Ich habe das mehrfach probiert, ich habe auch schon mit anderen EQS-Fahrern darüber gesprochen. Auch die haben das Problem, dass der Spurwechselassistent nicht richtig funktioniert. Das kann ein Tesla besser, ein Porsche gar nicht. Aber der Kia EV6 meiner Frau kann das auch besser. So, dann werde ich mal hier die Geschwindigkeit übernehmen. Hier ist jetzt keine Geschwindigkeitsbeschränkung mehr. Und dann werde ich mal hochgehen auf 200. Mal sehen, wie das funktioniert. Also wir fahren jetzt 147, 148, könnt ihr sehen, das Auto ist definitiv leise. In diesen Kameras, mit denen ich arbeite, sind Richtmikrofone drin. Das mag für euch jetzt ein bisschen laut wirken, aber die sind auch sehr, sehr genau. Jetzt fahren wir hier 155, ich soll das Lenkrad anfassen, ihr wisst ja, drei Finger reichen. Und weiter geht's. Er hält den Abstand wunderbar, kann man natürlich einstellen, das ist klar. Und ist extrem leise. Es ist Freitagnachmittag, die Autobahn ist voll
Das heißt, richtig schnell fahren kann ich nicht. Dazu mache ich dann noch ein anderes Video, was hier drauf folgt. Da fahren wir dann mal zu unseren Verwandten. Das ist eine Strecke von, ich glaube, insgesamt 400 Kilometer. Dann nehmen wir euch dann auch mit. Wie ist das denn überhaupt auf der Autobahn oder auf Langstrecke? Und auf geht es im Porsche Taycan RWD, ein 21er Baujahr. Das ist mein persönliches Auto. Ich habe hier in dem Auto InnoDrive und alles, was es so an Assistenzsystemen gibt für dieses Auto. Ich habe jetzt wieder in der Navigation eingegeben, wo wir hinwollen. Erstmal hier von Rheinfeld, von meinem Platz, nach Lübeck zum Citypark. Ich habe den Kilometerzähler bzw. den Trip genullt, sodass wir auch da sehen können, wie der Vergleich ist. Auf dieser wirklich kurzen Strecke, ich möchte sagen, das ist nicht repräsentativ. Wir haben jetzt mittlerweile 14 Grad, eben im EQS hatten wir 9,5 Grad. Der verbraucht dann natürlich auch mehr, ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Hier ist, glaube ich, ein 95 Kilowattstunden Akku drin, von dem 87 nutzbar sind. Es gibt verschiedene Fahrstufen, in denen man fahren kann. Ich fahre meistens in Range. Und wir haben hier im Moment 64% im Akku und damit nur noch 219 Kilometer Reichweite. Das ist aber von Porsche auch sehr, wie soll ich sagen, also wohlwollend gemacht. Also ist nicht übertrieben. Das schafft er wirklich. Es ist, ja, sag ich mal, konservative Berechnung der Reichweite. Ja, der Porsche Taycan Heckantrieb RWD, der ganz normale Taycan, der geht schon los bei 85.000 Euro. Wenn man dann allerdings ein bisschen Extras hier investieren möchte, was ich empfehlen würde, ist zum Beispiel beheizte Sitze, elektrisch beheizte Sitze natürlich, dann Sitzbelüftung empfehle ich, elektrisch anklappbare Spiegel, alles muss bezahlt werden. Ich habe jetzt hier kein Glasdach drin, weil ich es gern ruhig haben möchte, deswegen habe ich auch für mich gewählt die Akustikverglasung, also auch eine Doppelverglasung. Das Auto ist in meinen Augen sehr ruhig, auch hier, denkt bitte dran, ich habe hier Richtmikrofone drin, das mag etwas lauter wirken, als es eigentlich ist. Ja, und wir fangen auch mal gleich an, hier die Assistenzsysteme auszuprobieren. Wir fahren die gleiche Strecke wie auch mit dem Mercedes EQS vorhin oder nachher mit dem Tesla Model S. Ich schalte das dann mal einmal ein. Zack. InnoDrive passt die Geschwindigkeit an. Hier ist jetzt 100. Ihr seht es. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. 100 ist angezeigt, jetzt 70. Normalerweise fährt InnoDrive auch genauso, dass am Ortsschild 70 ist. Denn hier kommt jetzt das 50er-Schild, seht ihr, und er fährt ab Schild 50. Andere fahren noch etwas schneller rein, ein Tesla zum Beispiel mit voller Wucht. Ja, jetzt seht ihr die Kurve hier, die wir hier fahren. Er macht das soweit ganz gut. Er hat natürlich auch die Navigation. Hier haben wir kein kapazitives Lenkrad, sondern hier muss man noch Druck aufbauen. Ja, hier haben wir jetzt die scharfe Kurve, wo der EQS vorhin ausgestiegen ist. Der Taycan schafft es tatsächlich, aber hier steigt er aus und würde in die Leitplanke fahren. Ja, fragt mich mal, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung. Hier ist dann wieder 100 und er beschleunigt sofort auf 100. Ihr könnt sehen, die Straße ist nicht gut markiert. Er macht diese Kurve schon, meckert aber gleich, dass ich das Lenkrad anfassen soll. Mache ich jetzt natürlich auch und wir fahren weiter. Er will mich jetzt immer noch umkehren auf die Autobahn zum Citypark. Das mache ich aber nicht. Hey Porsche, fahr mich nach Hause. Starte die Zielführung. Gute Heimfahrt. So. Und jetzt übernehmen wir hier wieder bei 100 km/h auf dieser Landstraße. Ihr seht, wir haben zwei vernünftige Linien, die erkennt er auch. Das könnt ihr jetzt hier am Display nicht sehen. Und hier in dieser Kurve würde er auch tatsächlich in die Botanik fahren. Und das ist eine Sache, die verstehe ich nicht. Aber hier jetzt wieder vor dem Ortsschild 70 Abstrich. Er eiert hier hin und her. Jetzt versucht er gerade die Linie zu halten.
Hier ist immer noch 70, ja, es ist wirklich zum Mäusemelken. Hier jetzt auch gerade, zack, fährt er raus, würde wieder in die Leitplanke reinfahren, weil er rechts keine vernünftige Linie mehr hatte. Jetzt hat er wieder eine Linie, hier ist wieder 100. Er sieht jetzt nur rechts, links sieht er gar nichts und ihr seht, er will rechts rausfahren. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Okay, die Straße ist nicht besonders gut mit der Beschriftung, beziehungsweise diese Sicherheitslinien, Fahrlinien sind nicht so richtig deutlich. Er zeigt mir aber im Display, im Head-Up-Display, dass er sie sieht. Jetzt sieht er beide, ihr könnt sie jetzt auch beide sehen. Im Moment macht das gut. Fährt mit Abstand, den ich natürlich auch einstellen kann, aber jetzt fängt er schon wieder an zu eiern. Er möchte, dass ich das Lenkrad jetzt anfasse, das mache ich natürlich auch. Übrigens, während unseres Tests ist die ganze Zeit der Reifendruck jetzt schon wieder, er fliegt raus und würde hier in die Botanik fahren. Also es ist wirklich eine Katastrophe, obwohl wir mit Navi fahren, obwohl wir alle Assistenzsysteme anhaben, aber das, liebe Firma Porsche, ist wirklich schlecht. Hier im Ort brauche ich gar nicht versuchen. Hier sieht er gar nichts, obwohl wir hier eine schwarze Linie haben. Ich breche das jetzt hier mal ab. Er kann es einfach nicht. Ja? Er würde einfach kreuz und quer fahren. Ja, wir sind wieder auf der Landstraße aus dem Ort herausgefahren. Hier haben wir wieder eigentlich ganz gut sichtbare Linien. Er erkennt sie nicht. Jetzt erkennt er in meinem Display rechts und links. Und er fährt diese Kurve auch sehr schön. Wir fahren 70, das was vorgeschrieben ist. Laut InnoDrive soll dieses Fahrzeug sogar auch laut der Beschreibung von Porsche eigentlich auch durch Kreisel durchfahren, aber bei weitem nicht. Hier muss ich das Lenkrad wieder anfassen. Ungefähr alle 20 Sekunden muss man leichten Druck ausüben, damit das Auto merkt, dass du noch am Leben bist. Wir kommen jetzt auf eine Kurve zu. Er zeigt mir schon jetzt an, dass er die Linien nicht mehr erkennt. Das, jetzt erkennt er sie wieder und ja, die hat er gut gemacht, die Kurve. Ihr könnt natürlich auch sehen, du siehst das ja nun mal auf deutschen Straßen, dass viel Flickwerk ist. Ja? Das macht natürlich Probleme für die Assistenzsysteme. Auch jetzt zeigt ihr mir wieder an, könnt ihr hier unten immer schön selber beobachten, ob er eine Linie sieht, ja oder nein. Und das Porsche InnoDrive weiß, dass ich zum Beispiel da vorne jetzt in die Ortschaft reinkomme und dann nur noch 50 fahren soll. Das macht er. Ich kann jetzt die Geschwindigkeit leicht erhöhen, wenn ich hier unten am Hebel mit dem nach vorne drücke, um ein, wenn ich 1 km/h, wenn ich einmal nach vorne tippe, wenn ich etwas länger nach vorne tippe, würde er auf 80 gehen. Oder genauso in die andere Richtung. Das ist ganz gut gemacht. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. So, hier ist Ortsschild und wir fahren am Ortsschild 50. Und ja, jetzt geht es wieder in den Ort weiter und da steigt er eigentlich auch relativ zügig schon aus. Abbiegen kann er alleine sowieso nicht. So, wir fahren jetzt auf die Autobahn, wie ihr ja auch sehen könnt. Im Moment ist es so, dass ich umgestellt habe in die Individualfahreinstellung. 4 Stück habe ich. Ökonomisch, also Range. Normal, Sport, Sport Plus und Individual 5 Einstellungen, Entschuldigung. Und jetzt geht es auch schon los. Wir haben jetzt hier auf der Straße, könnt ihr deutlich sehen, sichtbare, gut sichtbare Linien. Und er fährt jetzt ganz normal. Auf der Autobahn macht er das wirklich gut. Da kann ich nicht meckern. Jetzt hat er gerade ein Schild übersehen, will jetzt kurz beschleunigen auf 200. Jetzt geht er wieder runter auf 120, weil irgendwas ihn daran erinnert hat, dass hier wohl dann doch nur 120 ist. Ja. Ja, das sind so komische Sachen. Also ganz ausgereift ist diese ganze Geschichte eben noch lange nicht. Ihr merkt, von dem Geräuschverhalten her ist das wirklich angenehm. Ich mag den Taycan sehr gerne, deswegen fahre ich ihn ja auch, weil er so schön rotzig ist. Hier verlieren wir jetzt komplett die Linien, es ist nichts mehr zu sehen. Merkt er auch und zack wandert er rüber auf die andere Fahrbahn. Da muss ich jetzt gegenlenken und weiter geht's. Einen Spurwechselassistenten gibt es soweit nicht. Er passt eben nur auf, ob von hinten was kommt oder nicht und zeigt das in den Spiegeln an, indem da so gelbe Lampen blinken. Aber dass er das von alleine macht, wie einem Tesla oder in einem EQS, wo es bisher auch nicht geklappt hat, das bietet Porsche gar nicht erst an. Ja, wir erhöhen jetzt mal die Geschwindigkeit auf ja, 200. Ich habe meinen InnoDrive auf 200 eingestellt. Das heißt, er kann
selbst lenken und die Spur halten bis 210 km/h sogar. Ich habe es nur bis 200 gestellt. Jetzt rekuperieren wir mit 265 kW runter. Ich musste jetzt stark bremsen. Der EQS kann mit 290 kW rekuperieren und der Tesla Model S, soweit ich weiß, mit 90. Es ist angenehm ruhig, das Fahrwerk in dem Porsche ist sensationell. Man hat hier richtig gutes Feedback. Lenkung, Fahrwerk, alles ist sehr spürbar. Es ist halt ein Sportwagen. Die Philosophie von Porsche ist natürlich eine ganz andere als die Philosophie von Mercedes-Benz, wo es um Luxus geht, wo es darum geht, vernünftig entkoppelt zu reisen mit viel Komfort. Hier im Porsche habe ich auch Komfort, aber es ist so ein bisschen rotziger, also sportlicher. Und das merke ich auch. Man kann das Luftfahrwerk übrigens in verschiedenen Einstellungen einstellen. Sportlich oder eben sanft, relativ sanft. 21er Felgen tun natürlich viel dafür, dass es nicht sanft ist. Ja, jetzt sind wir auch schon in Rheinfeld. Wie gesagt, Spurwechsel muss ich selber machen, ist auch in Ordnung. Aber auch da würde ich mich freuen, wenn Porsche sowas mal vernünftig anbietet. Ja, hier seht ihr das Navi. Das ist natürlich nicht so schön farblich und vor allem nicht so groß wie Mercedes EQS. Aber auch hier sieht man Ladestationen und wie sie belegt sind. Und Tankstellen, allerdings nicht mit dem Tankstellenbetreiber, wer das ist und wer das so macht. Auch hier kann ich natürlich auf 3D gehen. Wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich das Ganze in 3D. Ist aber nicht so schön wie im Mercedes EQS. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Burger beim Chemiker. Double Big Mac ist gerade ein Angebot. Wird Zeit. Dankeschön. So, weiter geht's. Ja, zu dem Thema Navigation und welche Fauxpas sich Porsche da leistet, habe ich auch schon öfter Videos gemacht, findet ihr auch in meiner Playlist. Ja, könnt ihr das Display sehen hier, das Head-Up-Display? Auch hier seht ihr die Anzeige. Unten links kann man sehen, wenn man jetzt was einschalten will aus dem InnoDrive, was er so kann und was nicht. Da 30, sagt er jetzt, ist hier Höchstgeschwindigkeit, allerdings ist hier 50. Ansonsten hat er auch eine schöne Darstellung der Navigationsspuren, wo man bei einer Autobahn hin muss. Finde ich ganz okay, ist natürlich auch vom Komfort dem Head-Up-Display vom EQS weit unterlegen. Dieses Auto hat mich 115.000 Euro gekostet. Mittlerweile ist der Wagen auch schon ein bisschen teurer geworden, als ich ihn gekauft habe. 2021, einer der allerersten RWDs in Leipzig gebaut. Da war das Auto 3.000 Euro billiger, als es im Moment ist. Ein Video zur Konfiguration habe ich schon gemacht, findet ihr in meiner Playliste Porsche Taycan. Auch der Taycan fängt an, beim Verbrauch von oben runter zu zählen. Man fährt also vom Hof, er hat 100 Kilowattstunden Verbrauch und geht dann ziemlich schnell runter. Wie ich schon gesagt habe, ich fahre den eigentlich relativ sparsam. Wenn ich mal in die Menüführung gehe, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, bin ich jetzt gefahren bisher 11,6 Kilometer, seitdem wir eben losgefahren sind und bin jetzt schon mit einem Verbrauch von 20,4 Kilowattstunden. Das ist schon unter dem von dem Mercedes EQS. Die Assistenzsysteme, ansonsten Fußgängerschutz und Seitenaufprall, was weiß ich, was es da alles gibt. Ich fallen die Namen gerade alle nicht ein. Die sind eigentlich alle in Ordnung, die funktionieren. Ich hätte halt gern noch ein bisschen autonomes Fahren damit drin. Ein bisschen mehr, ja, Spurwechsel oder eben, dass er nicht aus jeder Kurve rausfliegt, aus der man fährt. Also auf der Autobahn funktioniert es halt, aber auf Landstraßen, nur auf gut ausgebauten, mit schön kräftigen Linien, dann funktioniert es. Wir sitzen im 2020er Tesla Model S Long Range. Wir haben den Tageskilometerzähler auf Null gemacht. Den Verbrauch auch genullt. Beim Porsche hatten wir eben, das habe ich vergessen zu sagen, 24,8 Verbrauch. Wir sind ja auch ein bisschen schneller gefahren, aber ich fahre ja nun alle gleich auf dieser 25 Kilometer Runde. Ja, und hier haben wir auch wie in allen drei Fahrzeugen ein adaptives Fahrwerk, was sich der Geschwindigkeit anpasst. Ab 2019 im Juni kam beim Tesla ein adaptives Fahrwerk zur Luftfederung hinzu, so dass auch ab dann das Auto sehr komfortabel fährt. Wir haben hier den erweiterten Autopilot, also dieses Auto kann auch Spurwechsel machen, das werde ich nachher sehen. Das Auto hat 14.679 Kilometer gelaufen, ist auch schon verkauft, wird morgen abgeholt.
Diese Fahrzeuge sind sehr, sehr teuer im Moment. Ausstattung ist ab Werk alles drin. Man kann eigentlich nur noch dazu buchen den erweiterten Autopiloten oder Full Self Driving. Mit Full Self Driving kann das Auto hier auch Ampeln erkennen und Schilder erkennen. Das kann er mit dem erweiterten Autopiloten und dem Autopiloten alleine nicht. Ja, das Menü ist eigentlich sehr selbstredend. Ihr habt hier den riesen Bildschirm, wo alles drauf ist, wo man alles einstellen kann. Dazu gibt es hunderte Videos auch auf meinem Kanal. Wir wollen ja jetzt wissen, was kann das Auto in den Fahrassistenzsystemen besser oder schlechter? Jetzt eine Kehrtwende machen, um auf Rotkoppel zu bleiben. Als all die anderen. Jetzt habe ich wieder das Navigationssystem eingeschaltet. Mach mal eben kurz einmal den Ton dazu aus, weil das will ich nicht hören. So, und auf geht's. Ja, in einem Tesla, sagte ich ja eben schon, fühle ich mich natürlich gleich zu Hause. Das Fahrwerk ist etwas polteriger, weil die Dämmung des Fahrzeugs selber nicht so hochwertig ist wie jetzt bei einem Mercedes EQS. Zum Porsche merke ich jetzt bei dieser Geschwindigkeit von 50 km/h eigentlich keinen großen Unterschied. Ja, die Menüführung ist selbstredend in meinen Augen die beste, die es überhaupt aktuell gibt auf dem Markt. Das Auto selber ist eigentlich nicht mehr aktuell. Das ist ein 20er bis 20, Ende 20 wurden diese Model S ausgeliefert. Seitdem warten alle neuen Fahrzeuginteressierten auf das Model S, was jetzt, ich denke mal 22, das haben wir jetzt gerade, auf dem Markt kommen wird. Ich bin in einem Video schon in Amerika das Tesla Model S platt gefahren, mit dem Joke-Lenkrad, wo oben die Hälfte fehlt. Ich fand es super, ich kann mich da super schnell dran gewöhnen, kann man gut in dem Video sehen. Und dort könnt ihr dann auch sehen, was noch so alles neu gekommen ist. Aber vom Fahren her wird sich auch eine Menge getan haben bei dem neuen Modell. Ich habe gesehen, vorne im Frunk ist der Frunk ist kleiner und man hat dort wahrscheinlich auch ganz andere Motoren, Antriebswellen, Probleme gibt es dann auch nicht mehr. Das haben ja alle Model S, dass die irgendwann anfangen zu klackern. Fahrkomfort und Ruhe ist hier natürlich auch in dem Auto. Es ist jetzt nicht ganz so leise wie in einem EQS und auch nicht so leise wie in einem Mercedes, in einem Porsche Taycan. Hört man, glaube ich, auch schon deutlich. Ihr wisst ja, ich habe hier Richtmikrofone. Und jetzt fahren wir auch schon auf die Bundesstraße. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich denke, ja, Kamera ist vielleicht ein bisschen im Weg, aber schauen wir mal. Okay, hier ist 100. Machen wir wie vorhin und schalten den Autopilot mal ein. Ja, hier seht ihr genau, das Auto erkennt Linien, obwohl sie gar nicht da sind. Links können wir die Linie erkennen, rechts ist sie nicht. Das hatten wir im Mercedes EQS vorhin auch, aber im Porsche nicht. So, und jetzt haben wir hier den Abstand zum Vordermann, erhöhe ich mal auf 3. Das kann man hier an der Seite einstellen. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also er hält die Spur wirklich super. Hier ist 50. Er sieht, dass 50 ist, reagiert sogar drauf. Doch, macht er doch. Und jetzt schauen wir mal, ob er diese Kurve, die die anderen beiden Fahrzeuge vorhin geschafft haben, auch schafft. Wir werden sehen. Ja, so wie ich mir das von Tesla vorgestellt habe. Ganz souverän, ohne Probleme. Er bremst jetzt ab, weil der Wagen vor mir abbiegt. Und jetzt geht es weiter. Hier ist immer noch 50. Wir haben 5 km/h drüber eingestellt. Hier ist das 50-Schild zu Ende. 70 ist hier. Jetzt, das ist falsch. Hier ist nämlich 100. Sofern er das Schild richtig interpretiert hätte, müsste er das wissen, denn 100 nach der Ortschaft ist ganz normal. Ich werde jetzt mal selber kurz beschleunigen auf 90. So, mach den Autopiloten wieder an. 100, jetzt hat er es erkannt. Da hat er wohl irgendwo ein Schild gedacht, was es so mal nicht gab. So, und diese Kurve hier, zack, die macht er auch nicht. Das war ihm zu schnell. Und weiter geht's. Habt ihr den Spinner eben gesehen? Der wollte mir dann erstmal zeigen, dass ich auf meiner Spur bleiben soll, was ich natürlich auch gerne mache. Hier genau das Gleiche, auch leicht wieder rübergegangen in die andere Fahrtrichtung, aber nicht direkt rein, sondern er ist auf seiner Spur geblieben. Eine Linkskurve haben wir hier, die macht er ganz souverän. Das kann Tesla. Hier meckert er gerade, ich soll das Lenkrad festhalten, mache ich auch. Auch der Tesla hat kein kapazitives Lenkrad, sondern hier muss auf Druck gearbeitet werden. Natürlich soll man die Hände immer am Lenkrad lassen, aber ich will das ja für euch testen. Ich will ja für euch zeigen, was schon möglich ist und was nicht.
So, 70 ist hier aber schon wieder zu Ende. Hier ist jetzt 100, auch das weiß er nicht. Da sind Mercedes und Porsche doch dann definitiv besser. Hier fängt er jetzt an, die 100 zu fahren. Hält aber auch den Abstand zum Vordermann. Hier sind keine Linien zu sehen oder sehr, sehr schlecht. Die mittlere ist dann doch da. Rechts gar nichts, aber das kann er trotzdem. Und jetzt seht ihr hier, kann man die Linien sehen. Er macht es wunderbar. Er hält die Spur absolut mittig, absolut souverän. Ab und zu muss ich das Lenkrad hier, kann man gehen. Typ 34, wunderschönes Auto. So, und weiter geht's. Macht er wunderbar. Hier haben wir ja rechts gleich die Baken, wo der Mercedes leicht ausgewichen ist. Schauen wir doch mal, was der Tesla da macht. Doch, da fährt er stumpf dran vorbei. Er sieht sie zwar, habt ihr am Display gesehen, aber das war für ihn keine Gefahr und soweit in Ordnung. So, hier kommen wir jetzt in die Ortschaft rein. Hier ist 50, weil der Wagen vor mir fährt. Mit 53 fährt er hinterher. So, und jetzt seht ihr ja, das ist das Besondere an Tesla. Wir haben hier keine Linien mehr. Es ist nichts mehr da. Aber das, was er kriegt, und das ist wirklich sensationell, deswegen ist Tesla ganz weit vorne mit den Fahrassistenzsystemen, außer den Phantombremsungen, die es ab und zu mal gibt, das ist aber eine andere Geschichte. Jetzt fährt er hier durch die Ortschaft durch, ohne dass hier eine Linie auf der Straße ist. Das ist doch der Hammer, oder? Alle 20 Sekunden muss das Lenkrad festhalten und hier auch keine Linie zu sehen, bis auf diese schwarze. Und hier rechts ganz, ganz schwach. Aber er fährt durch die Ortschaft. Ihr seht hier im Display immer noch zwei blaue Linien. Das heißt, er weiß, wo er ist, er weiß, was er macht und wie er zu fahren hat. Alle 20 Sekunden fahre ich das Lenkrad an. Man konnte eben sehen, was da auf dem Display zu sehen war. Fußgänger, das erkennt er. Mülltonnen erkennt er. Fahrradfahrer erkennt er. Pickups, Busse. Er kennt eigentlich alles, was man wissen muss. Und auch hier souverän, wirklich sensationell, wie er hier in dieser Ortschaft ganz normal mit 55 km/h durchfährt, ohne dass wir hier eine gemalte Linie haben. Hier ist nichts, gar nichts. Ja? Nur so eine Bitumenmarkierung auf der Strecke. Und hier auch, guckt euch das an, ist das sensationell, wirklich Tesla top. Das hast du echt drauf als Hersteller, fantastisch. Ja, das Auto ist mit einem Asynchronmotor versehen und einem Permanent-Magnetmotor. Und das ist eines der Raven-Änderungen 2019. Den permanent erregten Motor, den hört man ein wenig. Vorne sitzt der. Der ist dann doch lauter als der Motor hinten. Bei dem Mercedes EQS sind es zwei, guckt euch das an hier, wunderbar, zwei permanent erregte Motoren, die auch nur beim vorderen leichte Fiepgeräusche machen. Und hier sehen wir jetzt 70, wir haben ja 5 km/h drüber eingestellt, ist vielleicht ein bisschen fies, aber er kann das. Ja? Beim Taycan und auch bei dem EQS haben wir ja schon Probleme gesehen in den Kurven. Das macht er hier ganz souverän. Das ist übrigens hier meine Hausstrecke. Hier fahre ich jeden Tag zur Arbeit. Lenkrad kurz festhalten, auch hier leicht ausgewaschene Linien, hier wieder deutlich sichtbar, alles gut. Und guckt euch das mal an, wie das Auto hier um die Kurven fährt. Also wirklich autonomes Fahren ist Tesla ganz weit vorne. Habe ich jetzt schon öfter gesagt, wird ja dann auch langweilig. 70er Schild erkannt. Ja, hier eine etwas schärfere Rechtskurve. Hier kommt ein Bus, deswegen hält sich mal nach. Mache ich auch, weil der Bus mich geschnitten hat. Das wäre sonst gefährlich geworden. Gehe aber sofort wieder in den Autopiloten rein. Die Kurve hätte er gemacht. Das habe ich schon oft ausprobiert mit dem Model 3, den meine Frau bis vor kurzem noch gefahren hat. Ja, auch hier habe ich ja schon drüber gesprochen. Flickenteppich auf der Straße. Aber gar kein Problem für einen Tesla. Kurz das Lenkrad angefasst. Er fängt an zu blinken. Ja, ist das nicht schön? Ein großer, großer Vorteil ist natürlich bei Tesla das Ladenetzwerk. Tausende von Ladestationen sind auf der Welt, alleine in Europa, ich glaube mittlerweile, ich schreibe das nochmal rein, vielleicht wisst ihr das ja, ich glaube auch über 1000. Man fährt einfach ran, man steckt an und lädt 52 Cent die Kilowattstunde aktuell. Wir haben natürlich jetzt eine leichte Erhöhung hinter uns. Ja, das Ionity-Netzwerk, was für Porsche und Mercedes Fahrer angenehm ist, weil die Kosten überschaubar sind. Man zahlt dort nur 33 Cent pro Kilowattstunde. Beim Porsche, beim Mercedes, erste Jahr kostenfrei.
sind mittlerweile mit 412 Ladestationen in Europa auch sehr gut vertreten. Da kommt man super mit zurecht. Das Ladenetzwerk von Tesla ist natürlich unschlagbar, aber es wird demnächst ganz sicher geöffnet werden, sodass alle dort laden können. Fahre mich in die Grotkoppel 22 in Rheinfeld. Ja, wie ihr sehen könnt, ist auch in dem Tesla die Spracherkennung wirklich super. Er lernt auch mit dir. Wenn ich da drauf drücke, man kann jetzt nicht sagen, hey Tesla oder wie bei Mercedes, hey Porsche oder hey Mercedes, sondern hier sagt man einfach gar nichts, drückt auf die Taste und sagt, fahr mich zum Italiener. So, in dem Augenblick werden hier alle Italiener angezeigt, die man hier in der Nähe hat. Man sucht sich dann sein Remo aus, kann dort sogar anrufen oder hinfahren. Das funktioniert alles einwandfrei. So, auf geht's. Wir fahren auf die Autobahn. Und das ist das, was ein Tesla auch besonders gut kann. So, wir sind hier im Navigate on Autopilot. Er möchte eigentlich jetzt ganz gerne, dass ich die Spur wechsle, möchte ich aber nicht, weil ich gerne rechts fahre und keinem im Weg bin. Wir sind bei 120 km/h, das ist hier die Höchstgeschwindigkeit. Spurwechsel mit Blinker bestätigen. Nein, ich werde rechts blinken, damit er weiß, dass ich hier bleibe. Ja, und so können wir jetzt sehen, wo er hin will, wenn ich jetzt Spurwechsel machen will. Und das ist eben das, was ein Tesla kann. Man muss nur blinken, ihm kurz helfen und zack, macht er den Spurwechsel von ganz alleine. Hört auch auf zu blinken, beschleunigt auf die eingestellte Geschwindigkeit. Und hier sehen wir keine Linien zu sehen. Er bleibt aber auf der Spur. Er geht nicht rechts oder links. Er denkt sich, hier muss ja irgendwas sein. Er kann gar keine Spuren sehen, aber er bleibt in der Spur. Und das ist eben auch wieder was ganz Besonderes bei Tesla. Das kann kein anderer. So, hier erkennt er jetzt wieder im Schemenhaften, ihr könnt es sehen, dass hier Spuren sind. So, und ab hier geht's wieder los. Hier haben wir wieder Spuren, die eigentlich einigermaßen deutlich zu erkennen sind. Das macht er wirklich ohne Probleme. Auch hier Spurwechsel. Ja, jetzt erkennt er gerade keine Linie, aber hier wieder eine. Und er möchte, dass ich eigentlich links fahre. Ich will euch aber nochmal zeigen, wie man rechts fährt. Auch hier einfach antippen. Er macht den Spurwechsel wunderbar. Hört auf zu blinken, hält den Abstand, eiert nicht hin und her. Sensationell. Nochmal auf die andere Spur. Jetzt müssen wir auch schneller fahren. Ja, der Tesla Autopilot geht nur bis 150 km/h. Drüber nicht. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ohne fahren, wir müssen ja ein bisschen schneller fahren, damit wir auch die Geschwindigkeit, die wir vorhin mit dem Taycan oder so gefahren sind, auch gefahren sind. Ich schalte den Autopiloten jetzt aus. Es ist ein etwas lauter hier drin als in einem Taycan oder in einem EQS. Wir fahren jetzt 160, 170, macht er locker, er beschleunigt obenrum immer noch sehr schnell. Ja, bei 200 wird es dann hier doch schon etwas laut. Das Fahrwerk ist etwas schwammiger. Also, er ist unruhig. Wir haben es natürlich jetzt auch auf Komfort eingestellt. Wenn wir die Federung rausnehmen und auf Sport gehen, dann sieht er schon ganz anders aus. Dann merkt man auch schon deutlich, dass er etwas steifer ist und nicht mehr so hin und her eiert. Also klar, wenn ich auf Komfort gehe, ist es was anderes, als wenn ich auf Sport gehe. Jetzt sind wir bei 151. Hier können wir den Autopiloten wieder einschalten. Bei 150 kickt er rein. Wir machen jetzt hier einen Spurwechsel und mal schauen, was er dazu sagt. Er bremst ab, weil er den da vor uns sieht und hält den Abstand wirklich sensationell. Da kenne ich keinen, der das besser kann. Hier gehen wir auf die rechte Spur und schauen mal, was er da macht. Wir sind immer noch auf 150 eingestellt und gucken mal, ob er jetzt an dem Auto dort links vorbeifahren würde. Nein, das macht er nicht. Er weiß nämlich, dass wir hier abbiegen wollen. Und jetzt kommt Navigate on Autopilot. Er blinkt und fährt die Autobahnabfahrt ganz alleine. Dabei ist er so ein bisschen unruhig. Das muss man mögen. Und er zeigt mir jetzt hier auch an, mit 100, in 100 Metern, 75 Metern, 50 Metern, 25 Metern wird mit Autopilot navigieren ausgeschaltet. Er ist immer noch im Lenkassistenz. Er macht es immer noch alleine. Bremst hier auch ein bisschen ab. Ja, so. Und jetzt ist da vorne die Autobahnausfahrt zu Ende. Er geht runter auf 40 km/h. Und
jetzt schauen wir doch mal. Wir haben Navi eingegeben, jetzt ist er einfach auf. Jetzt muss ich selber weitermachen. Und ja, das ist doch wirklich eine super Sache. Ja, ich hoffe, die Sonne blendet euch nicht. Das war eben eine schöne Autobahnfahrt. Da konntet ihr mal richtig schön sehen, was so ein Tesla schon alles drauf hat. Ja, wir sind gleich da, haben unsere 25 Kilometer hinter uns. Gucken dann gleich mal, wie der Verbrauch ist. Und ansonsten kann ich hier schon mal sagen, in einem Tesla kann man eigentlich nichts falsch machen. Das Einzige, was, und da habe ich schon viele, viele hunderte Videos gemacht, die Verarbeitungsqualität im Detail ist nicht ganz so gut wie bei den anderen beiden Herstellern. Aber es gibt halt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Software, ich möchte, dass Elektromobilität, also Effizienz, Batterietechnologie und so weiter und so fort, das ist das, was ich will. Und andere möchte halt ein sauber, gut verarbeitetes Fahrzeug haben. Und dazwischen muss man sich entscheiden. Dazu gibt es dann gleich nochmal ein Fazit. Was zum Beispiel so eine Sache ist, die mich immer nervt mit dem Tesla, es liegt natürlich auch ein bisschen an meinem elfenhaften, an meiner elfenhaften Gestalt, ist das hier. Diese Sitzwange, die scheuert hier an der Mittelkonsole. Das sind so Kleinigkeiten, die mich schon eigentlich schon immer stören, aber da gibt es Schlimmeres, da gibt es nämlich auch Abhilfe. Thema Over-the-Air-Updates habe ich schon angesprochen vorhin. Das kann man bei einem Tesla zum Beispiel auch super einstellen, indem man einfach hier unten auf Erweitert geht und das Auto dann ins WLAN einwählt, dann funktioniert das wunderbar. So, und jetzt gucken wir doch mal, wie der Trip war. Wir hatten jetzt einen Verbrauch von nur 209 Wattstunden und sind genauso gefahren wie mit den anderen beiden Autos. Also effizienter ist das Tesla Model S definitiv. Ja. Hier nochmal ein paar Facts für euch, die wichtig sind. Verfügbarkeit, ja, gibt es so nicht mehr. Das Auto hat mal gekostet 80.000 Euro. Plus 3.500 für den erweiterten Autopiloten. Das ist natürlich auch Welten weg von dem, was die beiden anderen Dicken da drüben kosten. Ja, Kfz-Steuer ist bei allen natürlich gar nichts. Reichweite, reale Reichweite tatsächlich zwischen 380 und 745, je nachdem wie du fährst. Wenn du in der Stadt im Sommer fährst, 745 Stadt oder Autobahn. Gehen wir mal einfach von den Daten aus. Kombiniert im Winter 440 Kilometer, kombiniert im Sommer 600 Kilometer. Ja, und ich habe so ein Auto gefahren, das schafft er tatsächlich. Natürlich wegen dieses geringen Verbrauchs. Beschleunigung 3,8 Sekunden auf 100. Höchstgeschwindigkeit 250. Reichweite nochmal 525 Kilometer. Leistung 541 PS. Ja, beim Porsche sind es 476 PS und beim EQS waren es, glaube ich, 573 PS. Antrieb Allrad. Mein Porsche Heckantrieb EQS Allrad. Batteriekapazität 100 Kilowattstunden. Ladeanschluss Typ 2. Dafür gibt es einen CCS-Adapter. Funktioniert. Ja, Ladeleistung AC 16,5. Mein Porsche 22. Und der EQS 11 kW. Nutzbare Batteriekapazität ungefähr 95 Kilowattstunden, also auch etwas mehr als der Taycan, der mit 84 Kilowattstunden oder waren es 87, weiß ich nicht mehr, und der EQS 107. Schnellladeleistung 200 kW DC. Das ist aber eine Ladeleistung, die relativ schnell wieder runtergeht. Also der Ladeweltmeister ist dieses Auto nicht. Der Ladeweltmeister im 10-Minuten-Bereich ist der Taycan, im 20-Minuten-Bereich ist es der EQS. Hier nochmal ein paar kurze Daten für euch. Breite 1,96 ohne Spiegelhöhe 1,44, da ist der EQS höher. Dann haben wir Leergewicht 2290 Kilogramm, ist auch wesentlich weniger als die anderen beiden. Nutzlast 479 Kilo, das ist ähnlich wie bei den anderen. Und Dachlast 75 Kilo, Anhängerkupplung gibt es nicht, ist auch nicht vorgesehen für das Model S. Ja, und hier stehen sie nun, unsere drei Protagonisten des heutigen Videos. Wie gut sind die Assistenzsysteme der verschiedenen Fahrzeuge? Ja, eindeutig ganz weit vorne. Das Tesla Model S, Baujahr 2020, ist den anderen beiden weit überlegen. Der Porsche Taycan, ja, geht so. Assistenzsysteme, Verarbeitung, top. Dann kommt der Mercedes, ja, der ist genau dazwischen. Der kann ein bisschen mehr Assistenzsystem, aber nicht so gut wie der Tesla. Und wesentlich besser allerdings als der Porsche Taycan. Verbräuche habt ihr gesehen. Der Tesla wesentlich sparsamer als die anderen. Dann kommt der Porsche, der aber ganz nah am EQS dran ist. Und Riesenunterschied machen die beiden nicht.
Ich denke, wir haben auch ein bisschen Probleme heute gehabt mit der Temperatur. Heute Morgen, ihr seht, erscheint die Sonne, da war es noch sehr, sehr kühl. Deswegen hat der EQS vielleicht etwas zu viel verbraucht. Er soll im Sommer wesentlich weniger verbrauchen. Wir werden es sehen. Wir machen morgen ja nochmal oder in einem anderen Video kommt nochmal was über Langstrecke. Ja. Mich würde interessieren, was ihr von den Autos denkt. Es ist natürlich klar, Autos, die unbezahlbar sind, noch, aber irgendwann werden sie Gebrauchtwagen sein, denn wenn die Videos immer noch geguckt, dann bin ich wahrscheinlich schon uralt. Aber ihr könnt dann ein Auto, was weiß ich, so ein EQS wird irgendwann mal 5 Mille kosten, so ein Porsche nicht. Porsche sind immer sehr wertstabil, die sind immer wesentlich dauerhaft wertstabiler als andere Autos. Ja, und die Tesla Model S, die gibt es mittlerweile schon für 20.000 Euro. Tja, wer hätte das gedacht? Ich habe schon vor Jahren vorausgesagt, das ist eine ganz normale Entwicklung, die es im Moment so gibt. Ich will noch mal das hören, was mein Freund Klaus dazu sagt. Den werde ich jetzt noch mal fragen, weil der ist die ganzen Autos außer den Tesla noch nie gefahren und war heute bei den ganzen Fahrvideos dabei. Und hört euch mal an, was der dazu sagt. Also, Dankeschön. So, Klaus. Klaus und ich haben jetzt die ganzen Videos gedreht mit diesen drei Autos. Da draußen stehen sie. Wir sind hier nur mal reingegangen wegen Wind. Hier drin ist schön, ja, ruhig und muckelig. Richtig. Und jetzt drehen wir uns mal so rum, dass wir die Sonne oder das Licht haben, dass man unsere hübschen Gesichter sehen kann. Siehst du. So, du hast jetzt mal drei Autos gefahren, drei Elektroautos. Du bist ja jetzt schon seit ein paar Jahren bei mir in der Firma. Es ist mein Freund und auch mein Schrauber. Mhm. EQS, Taycan und alten Tesla Model S 2020. Wie findest du die Autos? Was ist dir aufgefallen? Also, ich muss ja sagen, Tesla kenne ich ja nun, ist altbekannt. Das ist ein normales Fahren. Ich fahre auf der Straße, fahre mit der Straße, kenne das Auto. Ja, wir haben die das oft hier, ne? Genau, das ist ja unser täglich Brot sozusagen. Genau. Der Porsche hat das schönste Handling, macht einfach Spaß, das Auto zu fahren. Du merkst, es ist ein Sportwagen, hast Feedback von der Straße, du merkst das Auto im Lenkrad, wenn du fährst, das merkst du halt alles. Mhm. Der Mercedes ist super sanft. Du merkst keine Straße, keine Bodenwelle, kein Steinchen. Mhm. Der fährt wunderbar. Man merkt nicht, wie groß das Auto ist. Das finde ich ganz gut. Ja. Überragend ist natürlich die Lenkung. Das ist der Knaller. Ja, der Wagen hat Vierradlenkung hinten. Habt ihr ja gesehen im Video. Ja, das ist echt toll. Und das ist, glaube ich, das ultimative Reisemobil. Der ist halt richtig gemütlich, richtig smooth fährt er. Schön leise, ne? Absolut, ja. Okay, was wäre jetzt für dich von den dreien da draußen, welchen würdest du sagen, wenn sie jetzt alle gleich teuer wären und dir würde jemand den schenken und du kannst dir einen aussuchen, welchen würdest du nehmen? Das ist eine schwere Frage. Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde den Tesla nehmen, weil es halt für mich das bekannteste Auto ist. Mhm. Und ich glaube, ich bleibe fast dabei. Der Mercedes wäre mir dann doch im Alltag zu groß, zu viel drin. Diese riesen Displays, das ist nichts für mich. Ja. Das ist so ein bisschen too much vielleicht. Mhm. Porsche ist natürlich das absolute Spaßauto, der ist natürlich ein Knaller. Für mich selber im Alltagsbetrieb würde ich, glaube ich, beim Tesla bleiben. Ach, guck mal, da habe ich nicht mehr gerechnet. Ich habe zwar gesagt, Klaus, ich werde dir gleich mal filmen, aber wir haben nicht drüber gesprochen, was du sagst. Ja, wunderbar, ich bedanke mich. Gerne. Jetzt habt ihr ja gesehen da draußen, wir suchen natürlich immer noch Elektroautos für den Export. Alles aus 2019, egal welche Marke, bitte anbieten. Und ich denke, das war's. Ne? Ihr wisst ja, Elektroauto steht er dann. Litauen. Super, bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss.